Moin Moin ihr Lieben, und da sind wir wieder beim großen Preis von Großbritannien im Regen mit dem Virus. Hallöchen, Camillo. Und ja, nicht? Man weiß ja, Großbritannien regnet es gerne und ja, englischer Sommer, da sieht man es wieder. Die Strecke ist nicht nass, es taifunartige Regengüsse kommen von oben runter, Jeff. So musst du das sagen. Wurde mal unten am Radio gedreht? No. Ah, jetzt muss ich natürlich erst warten, bis du raus bist. Oh ne, ja, ich bin durch dich durchgefahren. Ja, ich war auch gerade. Guck mal, hinter mir ist der rosa Torosso. Aje, dann wird's jetzt aber. Warte, erstmal Benzin umstellen hier. Ja. Dann mal vorsichtig gucken, was hier so geht. Boah, ich brauche Scheinwischer für das Visier, ey. Wie ist das aber, ey? Gucken wir mal, dass wir ein bisschen Abstand dazwischen kriegen, dann passt das. Alter, gleich auf dem Höchstgeschwindigkeitsteil traue ich mich gar nicht Gas zu geben, ey. Ja, das habe ich mir gerade auch so gedacht, wo du das von ausgesprochen hast. Nee, kannst du auch nicht. Wird schon angezeigt, dass du bremsen musst. Ah. Oh. Uiuiui. Ja, meine Lieben, da seht ihr mal wieder. Oh. Im Regen kannst du das komplett knicken. Als wenn die hier Schmierseife hingelegt hätten wollen. Also die Runde wird bestimmt dann gleich 10, 15 Sekunden langsamer, mindestens. So, auf Max stellen, dann wollen wir mal gucken. Hier gibt's durchdrehende Reifen ohne Ende, ey. Na komm, gib doch, komm doch vorwärts, Mensch. Ja, das ist doch immer Treckerreifen, das ist doch nicht mehr so. Ja, die sind nur am Durchdrehen, die Dinger. Ja gut, bei Aquaplaning kein Wunder. Da sind die Spuren noch gar nicht groß genug, ey, für Regen. Ja, das ist das irgendwie. Die sind bestimmt mit Vaseline eingeschmiert, deswegen rutscht du auch so viel. Scheiße, jetzt hab ich den Ricciardo vor mir und komm an dem nicht vorbei. Oh nö. Versau mir bitte nicht meine Zeit. Ich hatte doch gar keine Zeit bis jetzt, lol. Warum kommt da nix? Ja, weil jetzt ja erst die zweite Runde ist. Die eine war ja die Rausfahrrunde. Ah, scheiße. Ach, kacke. Oh, komm doch wieder gerade, du Homo! Porco Dio, was war das denn für ein Rotz? Hallo? Boxenstopp. Alter. Obwohl, nee, komm, ich kann noch eine Runde fahren. Zeig ich wenigstens genug Platz vor mir, da geht das noch. Für eine Runde.
Dieser Penner, dieser verdammte Penner, ey! Muschi, ey! Ist so doof zum Fahren, der Saftsack, ey! Hol Spreuer jetzt. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Meine Fresse, versaut er mir, das wäre wieder eine bessere Zeit geworden, ey. Dieses blöde Affenkind, ey. Mein Gott, wann lernt er endlich mal fahren? Oh, Virus! Nein! Oh, Mann! Meine gute Zeiten! Nur weil der da heulig rum. Ja, sicher heul ich rum. Du bist ja schon eine Zeit gefahren. Du machst die auch da breit, ey, ist ja schlimm. Kannst mich mal. Nee, danke. Dieses blöde Affenkind vor mir da nicht. Mann! So, dafür machen wir das jetzt fertig. Boxenstopp. Ich hätte auch 1,47 gehabt, wenn der Typ da vor mir nicht da. Da zieht er auf einmal rüber. Ich dachte, bleib doch auf deiner Dings da. Ja, wenn du mich nicht behindert hättest, hätte ich sogar noch besser. Schmirrbröt. Ja, vom Controller brauche ich gar nicht anpacken. Ich kann jetzt eigentlich Mittagspause und Frühstück zugleich machen, weil bis die da fertig sind, mit dem ganzen Gedönse da, ist der Tag schon mal rum. Ja. Ah, scheiß Regen. Ich glaube, auf Regen bessere Zeiten werden das jetzt sowieso nicht mehr. Ich glaube, ich fahre jetzt auch dann. So, endlich darf ich mal was machen. Oh, gucken wir mal auf die Zeit. Dann hat der Camilo 1,47, 134 oder Virus 1,48, 580. Und danach kommt erst 1,51, der Ricardo. Danach Verstappen. Ja, mal gucken. Der Hamilton, der hat sich auf 1,53 eingefahren. Ja, gut, der ist, glaube ich, aber noch nicht fertig. Der fährt gleich nochmal eine Runde. So, was haben wir denn? Den Bottas. Den Bottas. Das klingt so wie so ein. Oh, der hat doch gar nicht hier durch, der gegurkt. So, da schalten wir nochmal rüber. Camillo, da sind wir wieder daher, zimmert, ey. Ja, ich muss jetzt noch mit. Oh, auch voll auf Rasen gewesen hier halb. Mit 0,18 Benzin muss ich noch in eine Box kommen. Jo, passt. Alter, wie früh hier dieses Schild kommt, das ist krass. Ja, das ist sehr krass. Oh, der Verstappen ist, glaube ich, gerade reingefahren. Ja, da heißt der Hamilton. Den haben wir, den Hamilton jetzt. Scheiß Regen. Bin froh, wenn der Regen gleich vorbei ist. Ich komme genau mit 0,00 Benzin in die Box. Das ist ein Timing. Die Strecke wie gemacht für mit dem letzten Tropfen, ey. Mit dem letzten Tropfen in die Box gekommen. Aber es ist interessant, ne? Die Strecke ist frei. 2 von 20 Autos drauf, ey. Ich glaube, die haben jetzt alle keine Lust. Oh, was denn mit dem Bottas? Wann will der Bottas raus, der Drecksack? Ja, der muss jetzt auch gleich, sonst schafft das nicht mehr. Ich kann bei vielen Leuten gar nicht zugucken. Da sind ja nur 4 draußen. Naja. Ja, der Hamilton fährt jetzt in die Box. Na, gucke da. Der hat sich das gleiche Dings ausgesucht wie du. Oh, da ist gerade einer. Ah, ne, das war. Da fahren ein paar jetzt. Okay, der Ricardo 1,51, Verstappen 1,51, Magnussen, Hamilton auf 1,53 bleibend. Na, guck. Oh, jetzt fällt eine ganze Menge raus. Oh, oha. Da jetzt wird's voll. Jetzt, aber guck mal, erzähl mal. Verstappen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der Verstappen fährt jetzt nochmal raus. Der Sainz ist aber unterwegs. Massa ist schon auf der Strecke. Van Dorn ist gerade raus. Hülkenberger. Oh, jetzt wird's voll. 12 hinter Autos auf der Strecke. Ocon, warte mal. Wer war denn hinter Hülkenberg? Ach, scheiße, ich kann nicht zurück. Sieht aus wie ein Silberpfeil. Esteban Ocon. Gut, hab mich getäuscht, hä? Weiß ich nicht. Perez Alonso. Der schleicht irgendwie auf der Geraden. Der kommt gar nicht weg, ey. Die schleichen alle irgendwie, aber gut, ich will nicht wissen, wie das bei uns ausgesehen hat. Da haben wir den Bottas. Platzierung 3. Warum? Okay, jetzt ist die Einführungsrunde. Ich glaube, jetzt zählt's. Oder wie war das jetzt? Bei Platzierung 3 steht da, weil er in der Gesamtliste Platz 3 hat. Du musst unten bei Live-Infos gucken. Dann siehst du die Position, wie sie jetzt haben.
ist hier voll auf der Strecke. 15 von 20 Autos, alter Schwede. Gut, dass wir unseren Scheiß geleistet haben. Ja, dass wir durch sind. Wir sind, ja. dass du jetzt wieder denkst, das ist wieder... Durch, das Thema, ne? Ich schieb dir nachher rein und du mir, oder was? Voll durch, ey. Es wäre rein gewesen, aber nicht durch. Ja, durch den so ein Salat hier auf der Strecke. Hammer, doch. Jo, alter Verwalter. Das ist die erste Strecke, wo wir so richtig schön Gift von unten und von oben haben. Ja, englischer Sommer halt, ne? Machst du nix? So, jetzt hier die Runde. Mal gucken, wie sich der Bottas jetzt da gleich platziert. Oh, die kommen aber gut um die Kurven, du. Ja, klar, das ist das Gute bei denen. Da ist bestimmt einer, der unter der Strecke so ein Magnet dran hält, damit die Karren gut durch die Kurve kommen. Immer, wir sind hier nicht bei Carrera-Bahn. Aber die kommen echt gut rum, muss man den lassen. Ja, apropos Carrera-Bahn, du hast ja so ein ähnliches Spielzeug jetzt als Produkttest bekommen, wollen? Ja, aber dazu später mehr. Lasst euch überraschen, Freunde. Ist auf jeden Fall interessant. Ist was ganz Neues auf dem Markt. So, jetzt 8, 7, Qualified ist gleich zu Ende. Bin gleich mal gespannt, wie die Liste ausschaut, gleich die letzte. Valtteri Bottas, komm schon. Was machst du für eine Zeit jetzt? Oh, er hat sich auf den dritten gefahren, habe ich gerade gesehen. Wow! Oh, das war aber knapp, Virus. Alter, Alter. 100. Mutti! Hupsi! Ein Hundertstel, ja gut. Ja, aber du hast gesagt, das wäre doch die, eigentlich die Strecke von dem, Ja, eigentlich ja. Ja. Oha, der ist vorletzter, oha. Soll ich dazu noch was sagen? Freude, schöner Götter, nein. So, was haben wir denn? Der Daniel sicher. Gucken wir doch mal auf die Fahrerrangliste. Mit 131 und der Camello mit 179 positioniert. Ja gut, okay, das war aber ja vom letzten Mal. Oh. Der Alonso ist auf Platz 7 vorgefahren mit seinem McLaren, du alter Schwede, mit diesem Scheißding. Cool. Hülkenberger ist direkt hinter ihm. Also die machen alle Punkte. Ocon, Grosjean oder was, die kriegen alle Punkte, wenn es so bleibt. Wenn es so bleibt, ja, das ist das Nächste. So, meine Lieben, mit ein, zwei Überraschungen im Qualifying sehen wir uns dann hoffentlich im trockenen Rennen wieder. Bis gleich. Alles klar. Ciao mit V.